Willkommen zurück zu F1 2021, Leute. Wir sind bei Kapitel 9 vom Story-Modus und wir sind in Holland bei unserem Heimrennen. Wir sind der fliegende Holländer. Wir sind Kasper Ackermann. Also, mechanisches Versagen und Ärger mit der Teamstrategie haben Ackermann bei den ersten Rennsaison stark beeinträchtigt. Ne? Unser Teamkollege wurde bevorzugt beim Boxenstopp. Einfach, es hat uns Vollzeit gekostet. Jetzt, wo die Formel 1 auf dem Weg nach Zandvoort in Ackermanns Heimat, die Niederlanden, ist, hofft er, dass sich diese Heimkehr als Allheilmittel für seine aktuellen Probleme erweist. Also hoffen wir mal, dass wir das reißen können. Ich bin genau hier gefahren, Leute, mit dem Longboard. Mit dem Longboard bin ich hierhin gefahren und bin da Rennen gefahren natürlich. Also Rennen dann wieder im McLaren GT4 mit Alain Valente zusammen. Aber von Köln aus bin ich zur Strecke hier. 4 Tage lang Longboard, jeden Tag 80, 90 Kilometer. Es war eine geile Zeit. Auch eine Runde auf der Strecke sind wir mit dem Longboard gefahren. Aber die wurde danach ein bisschen umgebaut. Es gibt nämlich Steilkurven. Aber da fahren wir in Zandvoort. Wo ja auch die echte Formel 1 jetzt hier endlich unterwegs ist. Nachdem das erste Rennen ja wegen Corona ausgefallen ist. Also Heimrennen für Verstappen und Ackermann. Wir sind auch Holländer. Der eine auf dem Weg nach oben, der andere auf dem Weg in Ruhestand. Ey, Tommy! Oh, Zoe ruft an. Papi! Hey, Lilly. Na, was hast du heute gemacht? Ich habe ein Bild gemalt. Ja? Was für ein Bild denn? Das ist geheim. Okay, vielleicht kannst du es mir ja mal zeigen. Vielleicht. Gewinnst du heute, Papi? Ich hoffe es. Hey, kann ich dich mal was fragen? Was denn? Wer ist dein Lieblingsrennfahrer? Oh, oh, du. Oh, oh. Ach. Wollte nur auf Nummer sicher gehen. Kann ich mit Mami sprechen? Nein. Okay. Tschüss, Papi. Tschüss, Lilly. Was für ein Telefonat. Alles klar, Lilly. Also, Lilly hat am Handy von der Mama angerufen, deswegen stand da Zoe. Aber ja, es geht, ne? Crofty sagt auch, eine riesige Oranje-Armee ist angetreten. Ey, das wird so krank in echt mit dem Ganzen, wenn's da abgeht in Holland. Freue ich mich schon sehr drauf auf das echte Rennen. Ich hoffe, ich kann auch mal zuschauen. Dieses Jahr wird das nix. Aber hoffentlich vielleicht mal in den nächsten Jahren. Kasper ist am Ende. Ich hoffe zwar, dass er gewinnt, aber wetten würde ich auf Verstappen. Ey, Dave, was ist denn das für ein Tweet hier? Kasper ist am Ende. Ich hoffe zwar, dass er gewinnt. Junge. Also eigentlich haben wir keine Siegchancen mit dem Auto, mit dem Aston Martin, aber wir versuchen das einfach mal, ne? Es ist das Heimrennen. Wir werden es nicht einfach dahinter Verstappen einordnen und schon gar nicht hinter unseren Teamkollegen, dem Jungspund. So, auf zum Rennen. Kapitel 9. Mit seiner Familie im Publikum und einer vertrauten Strecke vor sich versucht Kasper Ackermann seine Saison zum Besseren zu wenden. Nein, vertraut ist die Strecke nicht, weil hier nochmal ein bisschen umgebaut wurde, aber vielleicht ist er zumindest mal in der Vergangenheit ein bisschen mehr hier gefahren. Junge, diese Tribünen. Das... Ich kenne die Strecke so, dass da keine einzige Tribüne an der Stelle ist, ne, an der Schikane. Also keine so, nicht ansatzweise so eine riesige. Junge, das ist krank, wenn das in echt wirklich so aufgebaut wird. Und rechts oben seht ihr das Meer. Da sind wir eben auch entlang noch gefahren, ne, mit dem Longboard. Aber hier ja in der Schikane, die auch ganz anders ist, als sie bei uns noch war. Diese Tribünen. Also nicht ganz anders, so ein bisschen leicht anders, aber halt von der Streckenführung. Aber das Ganze drumherum, so mit den Sponsoren und den Tribünen, sieht so anders aus. An sich, die Streckenführung ist schon die gleiche geblieben. Ey, und den Drohnenshot hat Tim auch gemacht. Wir kommen in Zandvoort zu einer weiteren Portion Formel 1 Action. Mhm. Junge, da kommt nichts mehr. Das ist der einzige Kommentar. Danke für nichts. Sehen wir die Startaufstellung der. Startaufstellung. Sehen wir es gleich nochmal, wer wo fährt. Das Publikum auf deiner Seite, Kasper. Mach dir die Stimmung zunutze und tu, was du kannst. Wir können noch den Reifen wechseln. Das heißt, wir sind nicht in Top 10, merken wir schon mal. Wir fahren mal mit etwas erhöhtem Abtrieb. Auf dieser Strecke. Und ja, wir fangen auf Gelb an, wechseln auf Rot. Ich glaube, das ist das Sinnvollste auf jeden Fall. Hier ein bisschen Sprit raus, dass wir nicht so viel hier haben. Okay, Max Verstappen startet von 1, der andere Holländer. Hamilton, Norris, Leclerc, Perez, Bottas, Sainz. Dann kommen wir auf der 8. Alonso, Ricciardo, Gasly, Jackson. Der Teamkollege ist dann auf der 12 nur. Puh, dann hoffen wir mal, dass das jetzt was wird. Und der Start ist eröffnet und der war gut. Wir sind hinter Bottas und können direkt Sainz außen schnappen. Aber der hat jetzt die bessere Linie, weil wir müssen hinter Bottas feststecken. Enge erste Kurve und jetzt Batterie an. Wir müssen irgendwie nach vorne kommen. Weil der nächste Streckenabschnitt, so hier kann man nochmal außen rum jetzt verschiedene Linien wählen. Mal gucken, wie es denn echt ist. Bottas kommt jetzt besser raus, aber wir doch, der Bottas hat einen kleinen Schwenker. Ah, schade, ey, fast hätten wir Bottas gehabt, fast. Und hier ist jetzt sauschwer zu überholen. Also das wird, ne, kannst du in Formel 1 alles kaum zwei nebeneinander fahren. Eieieiei, der Ferrari hat es noch versucht, aber wir sind erstmal auf der 7, ein Platz, also gut gemacht, das ist schon mal stark. Aber mal gucken, was sonst noch möglich ist.
Wir haben ja schon in der Pete's Meet Mini-Season schon mal gehört von der Formula Lena. Die hat gesagt, ja, und Sanford ist die KI halt mega stark, stärker als auf anderen Strecken. Hoffen wir mal, dass wir uns trotzdem behaupten können. Also ich meine, siebte ist nicht schlecht, aber ich weiß gar nicht, was jetzt so storymäßig unser Ziel ist. Wahrscheinlich schon eine Ecke mehr. Ich meine, die kleine Tochter hat gesagt, Platz 1, Papi, ja, wirst du heute gewinnen. Versuchen kann man es, aber das ist natürlich sau schwer. Jetzt aber, super Exit. Oh Gott! Wuhu! Oh, habt ihr das mitbekommen? Habt ihr es mitbekommen? Wie krass übersteuern ich hatte, Junge. Ich bin fast weggeflogen. Ich weiß nicht, ob ich auf der, Kamera sage ich schon, wie im echten Rennwagen. Sauber gemacht. Gute Arbeit. Aber hier im Bild, ob das so für euch auch so aussah. Aber wenn ihr nochmal wieder ohne guckt, wie ich am Lenkrad war. Holy shit, das ganze Auto war nicht mehr gerade. Nichts daran war gerade. Da bin ich irgendwie powerslided durch die Kurve, aber ich bin voll auf dem Pinsel stehen geblieben. Und dadurch haben wir uns dann zwei Autos vorbeigedrückt und sind jetzt auf dem fünften Platz. Das, mein Leben Jong ist, ja, das war krank. Holy shit, was zur Hölle ging da ab gerade, bitte. Uiuiuiui, aber das ist halt die Power vom Heimrennen. Das sind die Oranje-Fans da oben, auch wenn sie eigentlich für Verstappen da sind. Den Ackermann, den feuern sie hoffentlich auch hier an den alten Haudegen. Und mit der Power von den Zuschauern im Rücken schleichen wir uns jetzt ran an den Leclerc, haben gleich dann auch DRS hoffentlich auf ihn, um damit nochmal hier vielleicht noch eine Position Richtung Podium gut zu machen, wo schon Perez im Red Bull wartet. Und Perez im Red Bull, ganz ehrlich, den haben wir schon im letzten Rennen überholt. Das kann vielleicht auch heute möglich sein. Guten Exit hier. Jawohl, jawohl, mit viel mehr Power kommen wir raus. Es gibt noch kein DRS. Erst ab der nächsten Runde. Du kannst jetzt das DRS verwenden. Aber wir haben so den Platz. Spät auf der Bremse beide. Wir haben aber die Innenseite. Das wird jetzt gleich zur Außenseite vom nächsten richtigen Bremspunkt hier. Aber zu dem Zeitpunkt sind wir schon gut vorne und haben damit die 4 und haben Perez vor der Nase. Was geht hier ab, Alter? Es geht auf jeden Fall sehr gut. Auch wenn Verstappen da vorne recht ungefährdet im Moment auf dem Platz 1 fährt. Wir haben 18 Runden und sind gerade erst in der 3. Was hier abgeht, holy shit. Also, ich weiß, manche... Uiuiui. Manche Folgen vom KRL Play waren langsam, waren kurz, relativ kurz für meine Formel 1 Verhältnisse. Aber ich mache halt immer so ein Kapitel jetzt so als eine Folge, Leute. Ich finde, das passt einfach besser, weil man nie weiß, was danach kommt. Heute wird es ein bisschen länger, weil wir ein ganzes Rennen vor uns haben. Da können wir uns freuen. Und vor allem können wir uns darüber freuen, weil hier hoffentlich einiges möglich ist. Ich bin leider jetzt nicht perfekt rausgekommen, deswegen glaube ich, gibt es jetzt kein DRS. Oh. Das wird kein DRS, ganz knapp sein. Ganz knapp kein DRS. Wir sind jetzt innerhalb von einer Sekunde, wir haben schon minimalen Windschatten, den wir ausnutzen können, aber es fehlt halt vom... Abstand zum Teamkollegen beträgt 6,4 Sekunden. Am Erkennungspunkt waren wir halt noch ein bisschen zu weit zurück. In der Mitte der Runde gibt es noch eine DRS-Zone auf dieser kurzen Gegengeraden. Da können wir uns wieder ein bisschen mehr ransaugen und haben dann hoffentlich eine Chance auf der nächsten Startzielgeraden-Durchfahrt. Am Perez vielleicht ganz nah ranzuschnuppern, mal schauen. Jetzt heißt es auf jeden Fall innerhalb dieser einen Sekunde bleiben. Und ich glaube, das hier ist meine schwächste Stelle hier. Hier bin ich nicht so gut, da bin ich an anderen Stellen. Also letzte Kurve bin ich irgendwie mega gut, da habe ich jetzt immer richtig aufgeholt. Das ist super zum Überholen, aber ich muss halt schon davor in der Sekunde sein, sonst bringt mir das nichts. Dann komme ich nicht vorbei ohne DRS, also zumindest nur sehr schwer. Also jetzt hier nochmal, wir haben kein DRS, wir haben kein DRS leider hier auf der Gegengeraden. Ich bin zu weit weg. Ich muss nur hoffen, dass wir es jetzt schaffen. Bisschen zu früh kurz am Gas gewesen, aber jetzt trotzdem habe ich eine Chance. Jawohl, jetzt sind wir drin. Jetzt können wir es schaffen, wir haben wieder einen guten Exit, wir sind recht weit weg. Aber DRS ist an, Windschatten ist an, wir saugen uns ran, ich weiß nicht, ob das was wird. Wir haben große Geschwindigkeitsüberschuss, wir gehen außen hin. Die neue schnellste Rundenzeit in diesem Rennen. Innen meine ich natürlich, aber hat auf jeden Fall nicht gereicht. Das war stark, wir haben aber sehr viel, sehr, sehr wenig jetzt noch, an ERS-Power. Ganz andere Linie gewählt, aber zu weit außen. Dadurch haben wir jetzt, weil ihr seht, mehr Speed, aber hier ist halt sehr schwer zu überholen. Ah ja, und diese Kurve muss ich nochmal besser hinbekommen. Das ist noch gar nicht meins. Viel Zeit verloren jetzt gerade. Oh, na oh. So gefährlich. So gefährlich, da rauszurutschen. Holy shit.
Wir wollen aufs verdammte Podium. Ich meine, wir haben noch viele Runden. Aber das wird trotzdem nicht leicht. Jetzt bin ich eigentlich wieder raus aus dem DRS-Fenster leicht. Aber vielleicht krieg ich's nochmal. Boah. Ich benutze jetzt keine Batterie, davon habe ich zu viel benutzt und wir sind so weit hinten, dass ich nicht glaube, dass wir mit Batterie überholen können. Deswegen, wir nutzen das jetzt nur, um es ranzusaugen. Einfach nur ransaugen, um dann nächste Runde mehr zu schaffen. Bisschen verbremst dabei, aber hat jetzt nicht so viel gekostet. Reifen gehen natürlich auch langsam in die Knie, da wird die Bremsperformance schlechter, da muss man einen Ticken früher bremsen. Außen rum, früher rein, jetzt voll raus beschleunigen, dann sind wir schneller. Das reicht nicht zum Überholen, aber ich muss halt irgendwie jetzt hier, in dieser langgezogenen Rechtskurve, diese Kurven heißen immer irgendwas mit Bucht. Auf Holländisch, aber ich habe vergessen, wie die alle heißen. Irgendwas mit Bucht heißen die. Die Sandbucht ist das für mich jetzt, diese langgezogene Kurve. Ja, das ist die Sandbucht. In der Sandbucht, die ist hart. Also in echt kam ich eigentlich gut mit der klar. Und wir haben DRS zum ersten Mal hier auf diesem kleinen Stück. Das hilft schon mal, um auch wieder ein paar Zehntel ranzukommen. So, und jetzt benutze ich aber mal. Jetzt sind wir näher dran. Früh raus beschleunigen, Batteriepower ist jetzt voll an. Und wir sind nah genug, um jetzt voll durchzuziehen. Mit DRS viel mehr Speed, er geht nach innen zu verteidigen. Das heißt, wir sind außen. Aber wir sind vorne. Stark, Leute, wir sind auf dem verdammten Podium. Wir sind jetzt auf dem Podium und Verstappen ist nur 2,6 Sekunden entfernt. Oh, man merkt aber die Reifen, dass das hier langsam ein bisschen sehr rutschig wird. Boah, gut, also angeblich nicht, aber ich hab's gespürt, also wie ich da weggerutscht bin. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,2 Sekunden. Ja. Aber ich glaube, noch macht der Boxenstopp keinen Sinn hier. Dann habe ich nämlich am Ende die schlechteren Reifen. Also ich sollte einen Undercut versuchen, um vorne ranzukommen. Aber ganz ehrlich, also mit 16% Reifen hinten oder 17% sollte ich noch nicht so viel rutschen. Also vor 25% macht eigentlich wenig Sinn zu stoppen. Würde ich sagen. Auch wenn wir bald, also in zwei Runden haben wir die Hälfte des Rennens. Das ist natürlich krass, wenn wir dann von Gelb auf... Ach, von Gelb auf Rot oder was wechseln wir nochmal? Dann macht es ja eh Sinn, wenn wir länger fahren. Also vielleicht drei Runden noch fahren und dann wechseln wir auf Rot. Aber es ist halt, zumindest im alten F1 war Undercut immer ultra stark, wenn man im Undercut gefahren ist. Also früher stoppen, dass man da richtig was gut macht. Das Auto hinter dir fällt langsam zurück. Es bildet sich langsam eine Lücke. Ja, das obwohl er DRS hat, ne? Also gleich haben wir ihn aus dem DRS-Fenster raus. Das ist stark, da müssen wir uns nach hinten nicht mehr so Sorgen machen. Wir können uns voll und ganz auf vorne konzentrieren, um diese Lücke zu Hamilton und Verstappen vor allem zuzufahren. Ich meine, die sind beide im DRS-Fenster, also Hamilton von Verstappen. Das heißt, hoffentlich bekriegen die sich langsam mal ein bisschen. Weil sobald die sich bekriegen, haben wir eine Chance, da mehr noch rauszuholen, glaube ich. Ich weiß, ich glaube, jetzt war die mal ein bisschen besser hier, meine Sandbuchtkurve. Uiuiuiui, ey. Du darfst nicht auf diesen Curb, Leute. Ey, wenn ihr mal Formel 1 hier fahrt, Sandford, fahrt nicht auf diesen Curb rauf. Bitte nicht. Der ist so rutschig im Spiel. Da ist null Griff. Null. Aber minimal. Das müssen wir jetzt immer nochmal gucken, so beim Aufstart-Ziel, wie der Abstand sich entwickelt. Weil er ist immer innerhalb der Runde schwankt er so. Aber wenn man es jetzt immer vergleicht, hier Start-Ziel. Wenn ich jetzt mal unter 2 Sekunden schon bekomme, bin ich schon echt gut dabei, glaube ich. Ja, 1,8 Sekunden, also ich komme daran. Runde geht's in die Box. Stark. Gib uns eine gute Inlap. Habt ihr das gehört, Leute? Wir sollen diese Runde schon in die Box. Ich meine, ich vertraue jetzt einmal meiner Strategie. Letztes Mal war die scheiße. Hoffen wir mal, dass sie jetzt richtig ist. Und dafür brauchen wir eine Top-Inlap jetzt. Wo wir richtig noch das letzte aus dem Reifen rausholen. Also ich meine, können wir gar nicht, weil noch mehr als genug in Reifen drin ist. Aber wir geben jetzt einfach alles. Und die Outlap muss dann auch stimmen, weil dann haben wir eine Chance gegen Hamilton und Verstappen, dass wir durch den Boxenstopp da rankommen. Wobei es echt immer noch sehr, sehr früh ist für den Boxenstopp, man. Ich weiß nicht, ob ich nicht noch eine Runde warten sollte.
Batterie habe ich jetzt auch echt alles verbraucht, was da ist. Wir sind noch nicht im DRS-Fenster. Das Ding ist halt, dass wir dann schlechte Reifen haben. Ich glaube, ich fahre da nicht rein. Jungs, ihr habt das letztes Mal verkackt mit der Strategie. Oh, die gehen rein. Dann gehen wir auf jeden Fall, gehen wir raus. Wir müssen es, wir machen es jetzt anders als die. Dann haben wir nämlich frischere Reifen zum Rennende. Und wir sind gerade die schnellste Rennrunde gefahren. Ich meine, jetzt waren wir ein bisschen langsamer, aber immer noch gut. Wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Dann waren wir gerade ein bisschen langsamer. Aber wir hatten halt auch weniger ERS-Unterstützung. Zumindest in der zweiten Hälfte haben wir das, habe ich jetzt ja komplett ausgelassen. Also wenn wir jetzt nochmal gut fahren. Ja, ja, guck mal, ich habe nur 20.000stel. Und das ohne, dass ich meine elektrische Power benutzt habe. Das heißt, es ist eine verdammt gute Runde, auf der ich jetzt wieder unterwegs bin. Ey, wir fahren noch zwei solche guten Runden. Und dann kommen wir, dann stoppen wir erst. Und mit ein bisschen Glück kommen wir da durch. Trotzdem entweder, also machen wir dann trotzdem, haben wir einfach so viel bessere Reifen am Rennende, dass wir da dann die gute Chance haben. Also gucken wir oben auf die Sektoren, wenn die jetzt weiterhin so knapp an meiner Bestzeit dran sind. Es war sogar besser als meine Bestzeit. Das sieht doch richtig gut aus. Vorne haben wir jetzt die höchste Abnutzung von links, 28%, ist aber auch noch im absolut okayen Bereich. Ich würde sagen, eine Runde fahren wir noch. Und ist auch egal, was die mit Kasper machen, der ist, was die mit unserem Teamkollegen Aiden Jax machen, der ist so weit hinten. Also nicht mal 2 Zehntel langsamer und das ohne großartige ERS-Unterstützung. Das hört sich für mich in einer Top-Runde an. Genau so machen wir weiter. Aiden kommt an die Box. Aiden an der Box. Yes, alles klar, das kennen wir. Der kann auch jetzt an die Box, so viel langsamer wie der ist. Und wir kommen am Ende dieser Runde, kommen wir dann an die Box. Hi. Also einfach keinen Fehler mehr machen. Durchziehen. Benutzen wir mal hier ein bisschen was von der ERS-Power für die Geraden. Und das war eine super zweite Sektorzeit wieder. Also es läuft immer noch wie am Schnürchen. Vorne sind wir aber jetzt über 30%. Also es ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, jetzt zu wechseln. Und dann fahren wir den Rest zu Ende jetzt. Puh, okay. Also, auf der Nummer 1 gehen wir in die Box. Aber es dauert jetzt natürlich, wir verlieren erstmal diesen ersten Platz losfahren, wieder. Losfahren. Gegen Hamilton und auch gegen Verstappen. Und Hamilton ist in Führung. Hamilton, kein Holländer mehr vorne. Sei gut zu diesen Reifen, wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Hamilton vor Verstappen. Und ungefähr unser Abstand ist natürlich ein bisschen größer geworden, aber nicht viel durch diese Boxenstops. Durch unseren späteren Stop, durch den Undercut haben die ein bisschen was gut gemacht, aber kaum was. Das ist eigentlich sehr gut. Und jetzt haben wir 2 Runden, ich wiederhole, 2 Runden frischere Reifen. Wir können jetzt richtig pushen auf den roten, können jetzt richtig was gut machen und damit an die, zu denen aufschließen und vielleicht die sogar noch überholen. Also wir haben noch 6 oder 7 Runden. Da ist noch so viel hier drin, sage ich euch. Und das vor den Heimfans. Also, 2 Holländer auf dem Podium gerade. In welcher Reihenfolge? Das ist nochmal eine andere Frage und ob einer von denen den Sieg holen kann. Für die Oranje-Fans hier oben wollen wir das doch möglich machen. Und vor allem für Ackermann selbst, dass er nochmal in seiner möglicherweise letzten Saison in der Formel 1 mit so viel Druck, so viel was schief läuft, es nochmal schafft, aufs Podium zu fahren. Oder sogar einen Sieg zu holen vor Heimpublikum. Nachdem ja auch die Formel 1 ewig keine Holland-Rennen hatte. Ja, ganz früh sind sie auch schon in Zandvoort gefahren, aber ewig nicht. Und also ich würde sagen, das würde dem schon mal sehr stehen. Wir gehen rein und geben jetzt alles. 3 Sekunden sind die vorne, das ist schon viel. Also der Hamilton. Aber trotzdem, mal gucken, was geht. Ob wir vielleicht den Verstappen holen können. Vollgas. Wir nutzen jetzt auch richtig viel ERS, ne? Das haben wir gut aufgespart auf jeden Fall. Holen uns direkt hier mal mit den frischen roten Reifen die absolute Bestzeit, okay, im ersten Sektor. Der Hintermann beträgt 3,9 Sekunden. Ja, und die wird es auch größer.
Selbst wenn ich ein bisschen mit dem Körper riskiere. Ich werde jetzt richtig aggressiv hier meinen ERS ausnutzen. Noch aus. Bis Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,1 Sekunden. Bis ich im DRS-Fenster bin. Dann kann ich wieder Batterie ein bisschen aufladen, bis ich eine Schlagreichweite zum echten Überholmanöver bin. Und dann wird ERS wieder ausgepackt. Das ist jetzt meine Strategie. Bisschen viel ERS jetzt genommen, aber was soll's. Nur noch 1,4 Sekunden auf Verstappen, meine Damen und Herren. Und der DRS, absolute Bestzeit, 1:12,45. Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran. Meine Damen und Herren, genau das tun wir auch. Und hoffen, dass wir möglichst schnell jetzt rankommen. Gute Stelle jetzt hier nochmal, um ein bisschen ERS einzunutzen, weil hier lange Beschleunigungsfahrt. Wir sind im DRS-Bereich gerade, aber nur ganz, ganz knapp. Also ich weiß nicht, ob wir das jetzt gleich schon holen werden. Ich glaube nicht, weil wir hier jetzt immer ja ein bisschen verlieren, leider. Das ist nicht meine Kurve. Da bin ich einfach mal 2-3 Zehntel langsamer. Dafür hole ich halt immer genau das wieder in der letzten Kurve. Da bin ich nämlich schneller. Also jetzt noch kein DRS, aber vielleicht gleich. Wir sind in der 14. von 18 Runden. Also kein DRS hier, ganz knapp. Verstappen auf der anderen Seite, der hat DRS. Also, und trotzdem bleiben wir dran. Das ist schon eine sehr, sehr gute Sache. Ah, leider einen kleinen Slide drin gehabt. Deswegen benutze ich jetzt gerade hier weiter DRS, um irgendwie ranzukommen. Vielleicht haben wir DRS. Jawohl, wir haben es geschafft. Wir haben DRS. Ich muss jetzt ERS sparen, aber trotzdem, wir ziehen uns jetzt hier richtig nah dran. Und wir haben fast die schnellste weitere beste Runde, obwohl der Mittelsektor kacke war. Du fährst pro Runde eine Sekunde schneller als dein Hintermann. Ja, Junge, aber ich der fliegende Holländer bin in Holland. Hinter meinem Landsmann Max Verstappen auf absolutem Podiumskurs. Und jetzt haben wir echt so einen guten Speed, dass wir uns neben ihn setzen können, aber das sollten wir nicht tun. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Junge, ich hoffe, das Benzin reicht. Da, sieht gut aus. Okay. So, jetzt haben wir DRS. Können wir uns wieder ransaugen. Abstand schön klein halten, dann haben wir gleich die Chance. Auf Startziel, wo wir eh super stark sind. Das sollte jetzt, wenn wir keinen Fehler machen, eigentlich gut gehen. Ich habe genug ERS. Nicht mega viel, aber fürs Überholmanöver sollte es hoffentlich reichen. Ist aktiviert. Ja, weil wir kommen jetzt sowas von auf Verstappen. Dann sind auch die besseren Reifen hier. Da kann er uns genauso wie Lewis Hamilton Silverstone an die Wand drängen, wie er will. Wir bremsen spät. Und das ist jetzt unsere Kurve. Und da war genug Platz nach außen für ihn. Ich war genug vorne, anders als Hamilton in Silverstone in echt. Und damit haben wir den zweiten Platz und sind der führende Holländer hier, der fliegende führende Holländer, also der beste Holländer zumindest hier in Holland, in Zandvoort, auf dem Dünenkurs in den Niederlanden. Und wir haben die Chance, in den letzten 2,5 Runden noch uns den allerersten Platz zu holen von Lewis Hamilton. Und hier noch einmal ist allen zu zeigen, was der altehrwürdige fliegende Holländer hier noch so drauf hat. Auch wenn der Jungspund Max Verstappen hinten und sowas von dem Nacken sitzt, den dürfen wir jetzt nicht vorbeilassen. Wir müssen uns irgendwie hinter Hamilton halten. Aber ich glaube, wir bekommen DRS, wenn wir kein Pech gehabt haben. Jawohl. DRS an. Dadurch kann Verstappen für ihn nichts machen. Und jetzt die Frage, schaffen wir es? Sind wir schon nah genug in dieser Runde an Hamilton? Um hier einen Angriff starten zu können. DRS ist echt gerade so am Limit von, ob ich es einsetzen sollte. Ich setze es nicht ein. Ich setze DRS noch nicht ein, das ist zu niedrig. Ich glaube, es hätte nicht gereicht mit ERS. Ah, wäre echt knapp geworden. Aber besser so. Besser, wir sind hinter. Wir haben noch eine Chance. Wir haben uns angesaugt. Unsere Chance kommt. 2 Runden haben wir noch. Also diese hier und eine danach. Andere Linie nehmen. Früher reinlenken. Früher raus beschleunigen. Jetzt haben wir mehr Speed. Und das alles ohne ERS. Weil das hätte jetzt nicht gelohnt. Hier kommen wir eh kaum vorbei. Also hier kannst du fast nicht überholen. Außer Runde 1 vielleicht. Die Scheißkurve, wo ich immer Zeit verliere. Und zwar sau viel, Alter. Ist aber auch schlimm, wenn einer vor dir fährt, glaube ich. Oh Gott. Sehr, sehr wichtig, jetzt hier nicht zu weit zurückzufallen.
Aber das ist halt auch wie ein echtes auch so. Wenn du halt auch einem anderen Auto folgst in der DTR, ist hier super schwer in der Formel 1 in Zandvoort. Deswegen gut, dass sie ein bisschen umgebaut haben, dass man halt die letzte Kurve eine Steilkurve ist und man halt schon ganz früh aufs DRS wechseln kann und sich ransaugen kann. Und die DTR weniger ein Problem ist. Nur noch Benzin für eine Runde. Und jetzt ist vielleicht die Chance, Leute. Auf dem Weg in die allerletzte Runde. Die startet jeden Moment, die allerletzte Runde. Saugen wir unseren Lewis Hamilton ran, haben viel mehr Power mit DRS, mit ERS. Gehen wir jetzt innen vorbei und sind so schnell. Ich höre die Leute nicht jubeln. Was ist los? Ackermann kommt und geht in Führung in Zandvoort. Platz 1. Gut gemacht. Damit legst du einen Platz weiter vorn. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Die Batterie war bis auf einen einstelligen Prozentsatz leer. Aber wir haben es geschafft und sind vorbeigegangen mit der letzten Power. Jetzt müssen wir hoffen, dass es irgendwie ausreicht, denn es gibt noch eine DRS-Zone. Und diese Kurve hier sorgt wieder dafür, dass Hamilton wieder rankommt. Der klebt uns jetzt hinten dran. Keinen Fehler mehr machen. Nicht so weit jetzt hier rausrutschen. Hier kann er nicht überholen, aber mit DRS gleich, da wird es nochmal gefährlich. Deswegen alles jetzt für einen guten Exit aus der nächsten Kurve vorbereiten. Früh raus beschleunigen, sauber gemacht. Wir benutzen nochmal ein bisschen Energie. Hamilton kommt nicht dran. 4 Zehntel ist er hinter uns. Wir bremsen an. Bei 3,5 Zehntel war Schluss. Mehr schafft er nicht. Bisschen weit, aber ist okay. Wir gehen raus und eigentlich kommen jetzt die Stelle, wo wir eh am besten sind. Also keinen Fehler machen. Ganz ruhig raus beschleunigen auf den Körper. Wir benutzen nochmal das letzte bisschen Energie, was wir haben, weil danach ist das Rennen vorbei. Biegen als Erster auf die Stadt hier gerade ein und holen uns den Sieg in Holland. Im Heimrennen. Was geht denn ab, meine lieben Jungs? This Boys. Woo. Als ob. Was für eine Leistung von Kaspar. Yeah, boys. Mit dieser überzeugenden Vorstellung lässt er alle Zweifler verstummen. Und mit diesem Podiumsplatz wird er mehr als zufrieden sein. Daumen hoch, Leute, für dieses Rennen, bitte. Alter, was geht hier ab? Großartiges Rennen von Ackermann und dringend benötigte Punkte für Aston Martin. Junge, 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 da kann man mal jubeln. Da haben wir mal gezeigt, noch mal, wer hier der Sie sind schon auf dem Weg zur Siegerehrung. Aston Martin hat es in diesem Sport wirklich weit gebracht und heute sind sie nach einem außergewöhnlichen Rennen die verdienten Sieger. In Holland auch noch. Jetzt, was geht denn, was geht denn? Verstappen wird traurig sein, aber hier lacht er. Der gönnt bestimmt den Ackermann auch. Verstappen ist ein guter. Ackermann, jawoll. Was geht ab? Also zwischendurch mochte ich den Story-Mode nicht so sehr. Da war es irgendwie ein bisschen weird mit den Telefonaten. Aber mittlerweile finde ich ihn echt geil. Die Fans Nein, Claire, nicht du. Dich nicht. Du kannst weg, rausgemacht werden aus dem Spiel. Alles weg. Und das hier vor ihrem Heimpublikum. Wie fühlt sich das Kein Podiumsplatz, ein fucking Sieg, Alter. Ich freue mich. Sind die Fans hier das Besondere an dieser Strecke? Ich weiß, dass die holländischen Formel-1-Fans sehr begeistert sind, wieder ein Grand Prix in den Niederlanden zu haben. Sie sind natürlich auch wegen Max hier, aber ich freue mich sehr über Ihre Unterstützung und darüber, dass ich Ihnen Grund zum Jubeln geben konnte. Sie hatten heute auch die schnellste Runde. Hatten Sie damit gerechnet? Das erwarten wir immer. Mit dem Zweck, der Schnellste auf der Strecke zu sein. Das ist das einzige Ziel. Also ja, wir haben damit gerechnet. Das erwarten wir von uns selbst, bei jedem Rennen. Ja. Ob wir dem gerecht werden können, ist eine andere Sache. Aber wenn es klappt, ist es keine Überraschung. Darauf haben wir schließlich hingearbeitet. Wie ist die Stimmung bei Aston Martin? Kein Kommentar! Optimistisch? Ist das Team glücklich? Ja, aber es gibt ja noch viel, ne? Es gab ein paar Startschwierigkeiten. Aber wir haben vor, das wieder auszugleichen. Und zum Glück liegen noch viele Rennen vor uns. Also freuen wir uns auf den Rest der Saison. Aber eigentlich ist das Einzige, was man machen kann, sich auf das nächste Rennen zu konzentrieren. Also werde ich das tun. Danke für den Kommentar. Bitte, Claire, bitte geh jetzt und komm nie wieder. Alter, Junge, 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 das war ja wohl krank. Kaspar Ackermann im Grand Prix der Niederlande eine meisterhafte Leistung gezeigt und vor den Fans seiner Heimat bis aufs Treppchen geschafft. Man merkt so, das Ziel eigentlich war, aufs Treppchen zu kommen und nicht zu siegen. Aber wir haben einfach gesiegt, dafür kennt das Spiel jetzt keine Option. Für Story Mode 2022, bitte Leute von EA und Codemasters, bitte programmiert ein, dass es man so halt auch besser und schlechter sein kann und nicht, es gibt eh nur einen Ausgang so. Trotzdem, es war krank, es war sehr krank, Mann. Hey, tolles Rennen heute. Danke. Danke. Nicht schlecht, Kaspar. Da kann man nichts sagen. Schade, dass dein Teamkollege dir nicht gratuliert hat. Oh, Junge. Ja, er ist halt noch ein Kind. Ein Kind, an dem Mercedes dran ist. Angeblich.
Dazu kommt's nicht. Aha. Nein? Kannst du dicht halten? Ja, sicher. Sie wollen mich. Wirklich? Na, gratuliere. Behalt's erstmal für dich, aber es sieht gut aus. Also musst du diesen Jackson wohl noch ein bisschen länger ertragen. Wir kommen schon miteinander aus. Ich hab was anderes gehört. Oh. Ich hab mit eurem Mechaniker gequatscht. Der hat mir ein paar sehr interessante Sachen über Jackson gesagt. Weißt du, was sein Problem ist? Was denn? Er findet, du bist zu alt. Und nicht mehr schnell genug. Zu alt? Hey, Mann, das hat er gesagt, nicht ich. Magst du einen Rat? Beweis ihm das Gegenteil. Er sollte dich respektieren. So wie ich. Also, starkes Rennen heute. Ja? Ciao. Oh Mann, ey, der soll aber auch unsympathisch sein, ne? Junge, alles erfunden, erlogen und erstunken. Streut er irgendwelche Gerichte, so eine scheiß Labertasche hier. Devin Butler, Junge, geh weg. Ackermann gewinnt Grand Prix der Niederlande. Er bringt die Kritiker zum Verstummen. Wir alle wussten, dass er ein Heimrennen für Ackermann ist, aber mit diesem Ergebnis hat keiner gerechnet. Kasper Ackermann hat den Rest des Feldes hinter sich gelassen und, ich kann es kaum glauben, dass ich das schreibe, den Grand Prix der Niederlande dieses Wochenende gewonnen. Was uns alle daran erinnert, was er wirklich kann. Yo, Leute. Also immerhin, den Text haben sie nochmal dafür geschrieben, für die Möglichkeit, dass man gewinnt. Aston Martin auf dem Weg der Besserung, Leute. Es läuft, es sieht gut aus. Zoe Ackermann hat geschrieben, das ist unser Kasper. Du bist die Nummer 1. Und sie ruft an. Oder die Tochter. Mal gucken. Hey. Hey, Lilly tanzt in der Garage. Das musst du sehen. Kommst du? Muss mich nur noch um ein paar Dinge kümmern. Okay. Ich habe uns für heute Abend einen Tisch reserviert. Was ist mit Lilly? Deine Mutter passt auf sie auf. Klasse, ich freue mich schon drauf. Grund zum Feiern, nicht wahr? Ja, danke Zoe. Ciao. Stimmt, die ganze Familie ist ja da. Also ey, wenn das jetzt nicht der Wendepunkt ist, ab jetzt läuft es für Ackermann. Und Dave Gamey hat auch gesagt, er hat niemals gedacht, dass er vor Verstappen ins Ziel kommt, aber er hat da falsch gelegen, wunderbare Vorstellung. Und was sagt der Teamkollege? Ja? Kasper, hab dich vorhin verpasst. Was gibt's? Ich wollte dir nur gratulieren. Oh! War ein starkes Rennen heute. Oho! Ich hab zu tun, ey. Ey, Kasper, sei doch nicht so! Okay. Hey, was ist das denn? Oh Mann! Warum sind wir denn so verbittert, Alter? Kasper, jetzt hätte ich auch mal freuen können, dass er jetzt einfach nicht. Ihr konntet es vielleicht vorhin nicht sagen, aber jetzt hat er es gesagt. Jetzt hat Jackson uns gesagt, komm hier, das war eine super Leistung. Ah. Naja, was soll's. Sie werden sich irgendwie nicht mehr grün. Trotzdem, Top-Leistung, Leute. Das war eine geile Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wir sehen uns wieder in 2 Tagen zur nächsten Folge von F1 2021. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. Oder vielleicht sind es nicht 2 Tage. Ich muss nochmal gucken, weil ich jetzt im Urlaub bin gerade. Also kann sein, dass es eine paar Tage Pause gibt und danach geht's dann 2-Tage-Rhythmus weiter. Kann sein, weil ich dann im Urlaub bin. Mal gucken. Ich versuch's. Wir sehen. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Wir hören auf keinen Fall auf. Es geht weiter im nächsten Kapitel. Kann nur sein, dass es ein paar Tage länger dauert, weil ich im Urlaub bin. Mal gucken. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.